Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hunger Games oder Survival Games, wie ja auch einige sagen. Ich benutze einfach Hunger Games. Diesmal wieder auf dem Hype unterwegs, da ich eine vernünftige Zeit erwischt habe. Und zwar 6 Uhr morgens, kurz bevor ich weg muss. Und ja, ich habe noch ungefähr 45 Minuten Zeit. Das reicht für 2, 3 Runden. Gucken wir mal, was wir da reißen können. Hoffentlich wird's gut. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Zusätzlich noch kleine Mini-Info. Letztens habe ich mal in Comments gelesen, dass Leute mehr oder weniger mit mir spielen wollen oder auch spielen wollen, wenn ich das bin. Ich werde in Zukunft mal gucken, dass ich das per Twitter und Facebook announce, wenn ich längere Sessions einlege, dass ihr auch versuchen könnt, mich auf den Servern zu erreichen, so wie ich es beim letzten Mal schon gemacht habe. Aber heute hat das leider nicht mehr geklappt. Trotz allem, viel Spaß, wir sehen uns im Match. Ja, hier sind wir. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Und ich glaube, es hat sich ein Dreier-Team hier ergeben und ein Zweier-Team in der Lobby. Das wird eine schöne Runde. Da können wir ja uns richtig freuen. Yeah. Yeah. Aber ohne Witz, das wird ein richtig hartes Ding hier. Und oh, direkt Stone Sword und Diamond. Und super. Hier, das Sword legen wir direkt auf die 1. Du kannst direkt weggehen hier. Den habe ich nur gehauen, damit er nicht meine Farmroute nimmt, die ich immer nehme. Der da unten nimmt eine ähnliche. Falls man den im Video gesehen hat, durch die Brücke. Jetzt mal gucken, ob noch irgendwer hier hinterherkommt. Ja, der Guy, dem wir gerade eins auf die Nase gegeben haben, der soll bloß wegbleiben. Jetzt kriegt er noch mehr auf die Nase. Du kriegst hier nämlich nichts von den Waffen. So, das war's mit dir. Bye, bye. Es kommt davon, wenn man mir hinterher rennt. Aber das mag ich gar nicht. Auch im echten Leben nicht. Bin ich nicht so ein Fan von Stalkern. Ich hatte zwar noch keinen, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas extrem annoying ist. Super, das können wir direkt gebrauchen. Denn ohne Rüstung kriegen wir früher oder später trotzdem auf die Nase. Und ja, diesmal bin ich gar nicht so nervös wie erwartet. Nicht so wie sonst, wenn ich kaum ein ungezittertes Wort rauskriege. Ich bin zwar noch nicht so gut, was habe ich denn jetzt in die Hand genommen? Ist auch egal. Fleisch. Sogar okay. Sogar okay. Sogar okay. Beruhig dich, David. Nicht so viel Koffein am frühen Morgen. Ich muss das nämlich ziemlich früh aufnehmen, damit ich noch hinterherkomme. Jetzt sind wir doch schon mal relativ gut ausgestattet. Jetzt könnten wir ein paar Dudes finden hier und auf die Nase geben. Unter anderem haben wir nämlich hier ziemlich viele Leute noch am Leben. Für einen Tod sind wir bereits verantwortlich. Finde ich okay, da es in Minecraft ist. Ich war noch nie an dieser Kiste. Ich wusste nicht mal, dass da eine Kiste spawnen kann. Gab immerhin Cookie. Cookies sind auch nicht schlecht. Wir können dieses Ledergear hier direkt wegwerfen. Das braucht ja kein Mensch. Und können davon was essen. Gucken, ob wir einen Verfolger haben. Wenn nicht, gut. Ein Stone Sword weniger für unsere Feinde. In diesem Spiel auf Leben und Tod. Jetzt könnten wir echt mal Leute finden, sonst wird es ein bisschen langweilig. Und da sehe ich auch schon einen Name Tag. Da kommt uns einer entgegen. Das wird aber ein hartes Ding mit seiner Rüstung. Gucken wir mal, dass wir ein paar gute Crits gegen ihn abkriegen. Und da war er down. So. Hat gar nicht so viel Schaden gemacht, wie ich erst vermutet hatte. Ich wollte den Apfel essen. Der hat aber sich kaum bewegt. Das solltet ihr, wenn ihr selber PvP spielt, immer beachten mit Minecraft. Um die Leute drumherum laufen und nicht einfach stehen bleiben. Das macht es nämlich extrem schwierig für die Leute, euch zu treffen. Logischerweise. Aber wenn man sowas nicht weiß oder noch nicht viel Erfahrung hat, kann sowas schnell passieren. Mit irgendwas zu craften. Nee, aber wir haben eine bessere Brust von ihm, bevor ich vergesse, die aufzusetzen. Und jetzt atme ich erstmal. Denn ich habe schon wieder ohne Punkt und Komma geredet. Das passiert mir in Hunger Games. Finde ich aber auch okay, denn Hunger Games soll einen ja adrenalinmäßig antreiben und nicht so ein Schlaftabletten-Commentary haben. Wo geht's denn hier lang? Ich glaube, ich bin diesen Weg noch nie gelaufen. Ach, hier ging's einfach nur nach oben. 100 Toll. So, irgendwer hier? Natürlich nicht. Wie kommen wir hier jetzt wieder weg? Das ist die Frage. Es ist auch noch keiner auf den Fersen. Unter uns ist auch noch kein Nametag. Menno. Aber hier haben wir wenigstens eine Truhe. Und eine Brust, die nehmen wir mit, damit sie kein anderer bekommt. Ich würde am liebsten ein bisschen Gear jetzt dumpen. Das machen wir hier vorne in der Ecke. Und hoffen mal, dass es keiner sieht. So, weg, 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 weg. Was? Wieso? Hoffen wir, das wieder ins Inventar zu geben. Sonst ergibt das keinen Sinn, was ich hier mache. Lauter Stone Swords wurden... Eine Axt hebe ich mir auf, aus dem einfachen Grund, falls wir irgendwas zu kochen haben, beziehungsweise kochen wollen.
Dann können wir die Axt dafür nehmen. Und hier oben war ich noch nie. Hier war ich einfach noch nie. Auf Emporium. Ist aber auch eine coole Map geworden. Allgemein könnte es ein paar mehr Hunger Games Maps geben. Das wäre mal eine coole Sache. Tür ist hier offen, also nehme ich mal an, dass sie einfach vor kurzem mehr durchgekommen ist. Möglichkeit ist immer da. Möglichkeit ist immer da. Mal das ganze Food hier auf die Leiste legen. Damit wir nicht so lange brauchen. Und ja, ich hätte die Tasten 5, 6, 7 dafür nehmen können. Oder was ich gerade benutzt habe. Aber ich war am Laufen. Und mein kleiner Finger war zu weit weg. Und der Ringfinger war... Oh, da sehe ich einen Name-Tag. Jetzt kann ich auch aufhören, versuchen, hier draußen einen witzlosen Witz zu machen. Und die Kartoffel essen, damit wir mit mehr Food in den Fight gehen als er. Und das ist jetzt blöd für dich, kleiner Mann. Und ich glaube, er hat uns auch gesehen. Würde ich einfach mal so knapp vermuten. Und ich hoffe nicht, dass das ein Fehler war. Nee, gut, war es nicht. So, ich habe dich eindeutig gehört. Du hast auch ganz schön gutes Gear. Da wollte er mich überraschen. Hat nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Ah, geh schon kaputt. Dankeschön. Und ein zweiter Diamond. Holy Moses, ein zweiter Diamond. Ist das awesome. Und wir haben nochmal richtig gut Gear bekommen. Jetzt müssen wir nur noch eine Workbench finden. Denn wir wollen uns ein Diamond Sword bauen. Und ich glaube, in diesen Häusern, in denen ich da vorne war, hier, gibt es tatsächlich einen. Also gehen wir mal ganz kurz ein bisschen Risiko ein. Tüpfen hier runter. Eine Etage tiefer war es, glaub. Und man merkt, wie zappelig ich geworden bin. Durch diesen Vorfall. Aber da hat er auch nicht so gut gefightet. Da hätte er ein bisschen besser aufpassen können. Ich meine, hier hinten irgendwo war die Workbench. Oder vertue ich mich da total? Haben wir da? Oh, da haben wir noch eine Kiste. Ach, eine Trollkiste. Na, danke. Ist das nett? Ich dachte echt, hier war das. War das noch eine Etage tiefer? Hoffen wir einfach mal, dass es da unten war. Das wäre top. Da sehe ich nämlich auch schon Nametag kommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, hier war es. Schnell, 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 schnell. Gib das her. Und auf die 1 umdrehen. Ist er schon da? Nee. Gut. So, hier unten ist er aber. Wir können ihn direkt auf den Kopf fallen. Ja, hier steht wer, Junge. Komm aus der Wand raus, das ist nicht fair. So, cool. Noch irgendwer hier? Nein, dann können wir mal kurz hier Gear-Check machen. Aber den Fisch voll, den will ich behalten. Jetzt können wir das auch wegpacken. Das, das. Ah, nicht den Bogen. Oh, da habe ich kurz die Klappe gehalten, weil ich den Kram rauscutten wollte. Dann werfe ich den Bogen aus Versehen weg. So, dann kommst du dahin. Und ich packe ich dahin. Und dann sollten wir soweit kittet sein. Da ist sogar noch ein Bogen zwischen. Aber nichts weiteres, was wir brauchen. Gut, dann packen wir mal einen unüberflüssigen Kram hier weg. Noch ein Bogen. Ah, Mist. Hätte ich gar nicht für stehen bleiben brauchen. So, wunderbar. Angel, Bogen, 4 Pfeile. Das ist nicht das Beste. Wir halten einfach mal das Butterschwert hier in der Hand. Tun so, als wären wir ganz arm. Wie viele leben denn noch? Nicht mehr so viele. Oh. Könnte was werden, diese Runde. Da sehe ich einen Nametag. Da sehe ich wen. Da sehe ich wen. Snipen. Er hat, glaube ich, noch nicht begriffen, wo wir sind. Aber das hilft uns auch nicht weiter, weil wir ihn erstmal verfolgen müssen. Aber wir können ihn vielleicht eingeschüchtert haben, wenn wir denn hier hochkommen. Ja, komm zurück, mein Freund. Das finde ich sehr gut, dass du hier hinkommen willst und dich auch noch mit mir anlegen willst. Denn, Überraschung, Diamond Sword, Diamond Sword, Diamond Sword, Diamond Sword, Diamond Sword. Oh, und noch ein Diamond. Damit hat er nicht gerechnet. Du hast wenigstens noch was zu essen. Wow, 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 wow. Da versucht jemand den gleichen Trick, den ich gerade versucht habe. Und der schafft es ganz gut. Können wir die Pfeile von ihm einsammeln. Ein bisschen laufen. Dass wir ein bisschen HP-Rack machen können. Und uns einfach mal hier hinstellen. Wir sollten eigentlich relativ gut überlegen sein. Wo bleibt er denn? Ein bisschen Zeit braucht er ja auch, um hier hochzukommen. Da kommt er. Mal gucken, ob er checkt, dass wir hier sind. Können wir ihn richtig gut überraschen. So. Wo läuft er lang? Wo läuft er lang? Hallo? Oh, der hat auch gutes Gear. Müssen wir aufbauen. Oh, nicht, und nicht das Butterschwert nehmen. David, 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 bist du doof? Oh! Oh! Das hätte ganz schön in die Hose gehen können. Das hätte aber mächtig in die Hose gehen können. Oh, flamet mich ruhig dafür in den Comments. Oh Gott. Das hätte in die Hose gehen können. Und die Sache ist auch noch nicht sicher. Denn wir müssen jetzt erstmal recken.
könnte einen Eimer machen. Aber erstmal bleibe ich hier stehen. Puh, ich guck mal, ob ich da vorne... Oh, Hilfe. Eine Workbench noch finde. Oh, das ist mir auch so spät aufgefallen. So toll ausarbeitet, die ganze Sache. Und dann sowas. Oh mein Gott. Und wir kommen nicht mal ganz mit voller HP in das Deathmatch rein. Aber es wird ausreichend sein. Hoffentlich. Komm. Nur ein halbes Herzchen darf fehlen, dann wäre ich glücklich. Oh Mann. Okay, okay. Los geht's. Direkt den ersten ins Gesicht klatschen. Komm. Wo ist er hin? Was machen die da? Okay, du willst mich? Du willst mich? Du willst mich? Nicht Double Team hier. Da bin ich kein Fan von. So, jetzt aber nichts wie weg hier. Erstmal ganz kurz regen. Was wollt ihr? Geht doch beide weg hier. Ah, aha. Na, lauf! Lauf! Du Fool! Ne, 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 ne. Mich wegsnipen will ich jetzt aber mal gar nicht haben. Oh. Oh, 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 oh. Boah, das wird ein knappes Ding. Das gewinnen wir nicht mehr, Leute. Da müssen wir erst ein bisschen durch die Gegend rennen. Und gucken, wie sieht's aus? Wo ist er? Keine Ahnung, wo er ist. Wie viele Pfeile hat dieser Junge? Oh. Und die Team gegen mich? Denke ich mal. Ja, sieht so aus, als ob sie gegen mich teamen. Dann haben wir gar keine Schnitte mehr. Brauchen wir echt nicht mehr versuchen. Aber er sollte auch nicht die beste HP haben. Wir können mal hier gucken, wenn die da vorne stehen bleiben. Wir da einen random Snipe-Shot reinkriegen. Ein paar Pfeile von ihm habe ich hier eingesammelt. Huh, huh. Wieso greift hier keiner an? Was ist das für ein stranges Match? Was ist das für ein stranges Match? Was ist das für ein stranges Match? Stranges Match. Nein, 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 nein. Das war ein Fehler, Junge. Das war ein großer Fehler. Und du kriegst jetzt auch noch auf die Nase. Mit deinem komischen Stone-Sword-Ding da. Was soll denn sowas? Oh, oh. Erstmal wieder beruhigen. Erstmal wieder beruhigen. Oh, was eine Runde. Der sollte uns eigentlich nicht mehr kriegen dürfen. Müsste er eigentlich nicht. So, dann kannst du jetzt mal hier aufhören zu laggen. Dankeschön. GG, Guys. Oh, das war eine schöne Runde. Man hat, glaube ich, mir angehört, wie fertig ich teilweise war. Mit einigen Sachen habe ich nicht gerechnet und teilweise mit meiner eigenen Verwirrtheit. Schön, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.